Willkommen zu unserer Informationsveranstaltung über Psychology of Vision unter dem Motto Rückkehr zum Einssein. Psychology of Vision ist unser heiß geliebtes Heilungsmodell. Wir haben viele Jahre damit verbracht, uns darin zu ahlen und zu heilen. Und ich bin Thorsten Konrad und ich bin Trainer der Psychology of Vision. Und bin in dieser Position, in dieser Funktion seit über 12 Jahren jetzt und bin im Trainerstatus 2 auch angelangt vor 3 Jahren und unterstütze sozusagen auch die Community dadurch und helfe meinen Kollegen auch durch ihre Prozesse durch und ja. Hab eine sehr große Freude an dieser Arbeit und genieße auch sehr, welche tolle Wirkung die bei meinen Klienten macht und bei meinen Kurs- und Seminarteilnehmern. Und ja, und in dem Zusammenhang habe ich auch die Susanne kennengelernt. Und Susanne ist auch schon lange unterwegs mit dieser Arbeit. Und ich freue mich, dass wir heute Abend über diese zwei Programme sprechen können. Das eine ist dieses Online-Grundlagenprogramm. Das heißt eben Return to Oneness, Rückkehr zum Einssein, weil das Zurückkehren zum Einssein ist eine große Perspektive sozusagen, die unsere kleinen Heilungsschritte in einen Gesamtzusammenhang packt und auch irgendwie ganz gnädig draufschauen hilft, wenn wir an Stellen kommen, wo wir einfach merken, oh, jetzt habe ich schon so viel geheilt und dann ist schon wieder was da. Und dann ist es ganz gut, wenn man sich erinnert, worum es eigentlich geht, nämlich dass wir in diese Richtung einfach unaufhörlich steuern wollen, wo wir in einem viel höheren Maß von Verbundenheit leben und lieben lernen wollen. Ja, Susanne ist aus Berlin. Und in Genau. Berlin haben wir, bitte? Genau. Genau, in Berlin haben wir auch in diesem April den Beginn von unserem Jahresprogramm für Psychology of Vision Seminare vor Ort. Und Susanne macht dort auch ihre Coachings und sie unterrichtet auch dieses wunderschöne, relativ neue Programm, das Return to Oneness heißt. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was darüber sagen, dass die Leute ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen können, was das ist. Ja, sehr gerne. Also Rückkehr zum Einssein ist ein Kurs in 20 Kapiteln. Den kann man, der wird unterrichtet über ein Jahr. 10 Monate, ein Jahr dauert es. Und wir nennen das, wir haben das jetzt Grundlagenprogramm genannt. Tatsächlich ist es aber tatsächlich von den Grundlagen bis in die höchste Spiritualität. Kommt da alles vor, was Chuck und Lenzi Spezzano in über 50 Jahren entwickelt haben. Und im Prinzip geht es darum, es wird in einer Gruppe unterrichtet. Ich unterrichte das online. Und es geht darum zu spüren, du bist auf dem Weg nicht alleine. Wir befinden uns in einer Gruppe. Wir können uns gegenseitig unterstützen und wir können die Angst abbauen, denn am Ende ist es immer Angst, was uns hindert, weiterzugehen, was uns daran hindert, einfach zu lieben. Und dieses Programm ist unglaublich klug aufgebaut, sodass es Leute, die sich damit mit Psychology Vision noch nie befasst haben, einführt. Aber wirklich so ein altes Schlachtross wie ich, das schon viele, viele Runden gedreht hat, immer wieder an eine Stelle, von Anfang an immer wieder an eine Stelle kommt, wo ich denke, das habe ich jetzt schon so oft gehört und es trifft mich wo ganz anders, viel tiefer oder viel höher als jemals zuvor. Du Das denkst dann heißt, wieder gut zu wissen, obwohl ich es schon wusste. ja, und das ist wie eine Verschiebung. Du weißt, ich habe das wortwörtlich schon so oft gehört und
plötzlich macht es Klick. Und es macht einfach lebendiger. Es macht dich lebendiger. Du erwachst immer mehr zum Leben mit dieser Arbeit. Du fühlst mehr, du traust dich mehr, die negativen Emotionen zu fühlen, weil du weißt, das hört auch wieder auf. Du kriegst Übungen, wie du das angehen kannst. Du kriegst natürlich einen Buddy, wie immer bei Psychology Vision, kriegst einen Gesprächspartner, mit dem du die Übungen machst. Also man trifft sich zwischen den Sitzungen und kommt ins Gespräch über diese Sachen, mit denen man sich auseinanderzusetzen hat. Und es macht unheimlich Freude. Also diese ganzen Sachen, wo wir haben alle Angst davor, wir wollen eigentlich alle, dass sich nie was verändert. Und wenn wir es zusammen angehen, es ist immer Freude am Ende, jedes Mal. Und es ist auch, es ist ja online. Und ich möchte mal eine Situation beschreiben, gleich in der allerersten Sitzung. Ich bin auch Teilnehmerin jetzt gerade. Thorsten und ich haben das zusammen übersetzt, zusammen mit meiner Freundin Ilse. Das heißt, mir ist dieses Programm wohlbekannt. Aber ich nehme jetzt nochmal teil. Und in der allerersten Sitzung saß ich da und dachte, ja, okay, der Trainer, jetzt liest er halt vor und ich würde das anders machen. Und ich habe so richtig, und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie ich so immer weiter zurücksinke. Und da ich ja schon lange dabei bin, weiß ich, es ist der Moment, wo du dich fragen kannst, was hat mein Leben mit mir zu tun? Und das war wie, mir wurde plötzlich klar, wenn du dich jetzt langweilst, dann ist es ganz allein deine Verantwortung. Und es war wie, ding, als würde ich in den Bildschirm plötzlich rein wachsen und alles wurde lebendig. Ich war plötzlich nicht nur Teil davon, sondern es ist meine Veranstaltung. Es ist immer, mein ganzes Leben ist, was ich draus mache. Und das lernst du da. Dein ganzes Leben ist deine Veranstaltung. Das hört sich gut an. Deine Show. So, dieses Programm, in dem alle Informationen enthalten sind, wollen wir es mal so nennen, damit wir es nicht Grundlagenprogramm nennen müssen, aber vielleicht könnte man einfach Grundlagen im Sinne von gründlich betrachten und dann kommst du gründlich einmal wirklich durch die ganzen Informationen durch. Und das ist ja wirklich eine ganze Menge. Dieses Programm ist einer der Bausteine von unserer Grundausbildung in Psychology of Vision. Und diese Grundausbildung, die heißt 100-Tage-Programm. Und die Idee von diesem Programm ist Chuck gekommen, um etwas anbieten zu können den Leuten, ohne dass sie sich zu sehr auf einmal verpflichten müssen für eine Sache, dass sie eben eine Entwicklung und ein Lernen vollziehen können, das ein Grundstudium im Rahmen von einem Bachelor an einer Uni gleichkommt. Aber mit dem Thema des Beziehungslernens, der Beziehungskunst. Und diese Grundidee hat zu diesem Angebot geführt. Dieses 100-Tage-Programm besteht aus einer Kombination, die zu einem großen Teil frei wählbar ist, aus den Psychology of Vision Prozessseminaren, die von Psychology of Vision Trainern auf der ganzen Welt gegeben werden und die Möglichkeit und den Raum geben, dass wir unser Prozessverständnis verstärken und lernen, unsere Heilung immer mehr in den Vordergrund unseres Lebens und unserer Wahrnehmung zu rücken. Und diese Seminare, die jetzt eben gerade auch wieder beginnen in diesem Jahr. In Essen beginnt am kommenden Wochenende ein 2,5-tägiges Seminar, das ich gebe. Das Motto da ist Feier dein Leben. Und am 19. April geht es in Berlin los mit dem gleichen Motto.
Allerdings das Thema in Berlin ist Direktpartnerschaft. Und so sind solche Seminare Bausteine von diesem 100-Tage-Programm. Und dieses Return to Oneness, was die Susanne jetzt unterrichten wird. Und natürlich ist das eine tolle Sache, wenn man das auch noch macht mit der Person, die das in- und auswendig kennt, weil sie jedes Wort, die deutsche Version von jedem Wort mehrfach auf die Goldwaage gelegt hat. Ist es natürlich wahrscheinlich ein besonderer Genuss, das mit Susanne zu machen. Und so dass diese Seminare, die man selber wählen kann, dieses Grundlagenprogramm und auch die Apprenticeships. Und diese Apprenticeships sind 10 Tages-Intensivkurse, die Chuck Spezzano, der Begründer von Psychology of Vision, unser geliebter Freund und Lehrer, die er abhält, zusammen mit auch weiteren Kollegen. Und die finden sowohl online statt als auch in Hawaii. So, es ist eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, diesen ganzen Psychology of Vision Vibe aufzunehmen und diese lebensverändernden Maßnahmen und Aspekte zu ergreifen, zu verinnerlichen, zu vertiefen. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Ungewöhnliches auf diesem Planeten, dieser Zugang zum Bewusstsein, zur Wahrnehmung, zum Nächsten, zur Nächsten, zu unserem Partner, zu unserer Partnerin. Und deswegen, ja, ist es eine sehr tolle Empfehlung, dass du dir das einfach aussuchst, welcher Trainer und wie bastelst du dir das. Und wenn du dieses Grundlagenprogramm sozusagen absolviert hast und graduiert bist sozusagen davon, dann hast du Zugang zu den fortgeschrittenen Veranstaltungen. Und da gibt es auch eben so tolle Sachen wie das Mastery-Programm. Und dann, wenn du Trainer werden möchtest, ist das die Möglichkeit, dass du deine Heilung so tief betreibst und so ernst im guten Sinne nimmst, dass du dich da einfach weiter engagierst. Und das ist, ja, das ist eine tolle Sache. Und ja, Susanne hat gesagt, sie fängt im Mai an, um den 20. oder so, hast du gesagt? Am 22. Geht's bei mir los. Und am 22. Mai. Und was machst du? Hast du regelmäßige Tage oder hast du das schon geplant? Also ich werde das mittwochabends machen, von 18 bis 22 Uhr. Das sind immer 4 Stunden und das ist intensiv. Etwa alle 2 Wochen in den Ferienzeiten sind dann die Abstände etwas länger. Und ich habe vor, den Abschluss dann in Präsenz zu machen, auf Hof Buschenhagen. Das ist in der Nähe von Stralsund, ein wunderschöner Hof, wo man sowas ganz toll machen kann. Ihr könnt euch das so vorstellen. Also wir treffen uns online und bearbeiten ein Thema, und dieses Thema wird immer dann plötzlich auftauchen. Also zum Beispiel ein Kapitel ist Thema Machtkampf. Und irgendwann, man redet so drüber und die Mechanismen und was bedeutet es, und plötzlich merkst du, irgendjemand in der Gruppe, könntest du sein, kann auch jemand anders sein, geht jetzt in Machtkampf. Das ist jetzt nicht mehr drüber reden, sondern das passiert hier tatsächlich. Und dann ist die Person, die das leitet, in dem Fall werde das ich sein, bestens vorbereitet, um damit umzugehen, sodass das nicht so, wie das manchmal ist, eben eskaliert oder was Blödes bei rauskommt, sondern dass alle die Mechanismen kennenlernen und verstehen, so läuft es immer und so kann ich entscheiden, dass das diesmal ganz anders läuft. Und das ist wirklich mit diesen ganzen Themen, die da so aufkommen, Projektion zum Beispiel. Es sind teilweise Übungen und teilweise ist es einfach Know-how, wie man das den Rahmen so halten kann, dass eben die ganze Gruppe dabei was lernt, weil du hast dann ein Gruppenbewusstsein, du merkst immer mehr, das ist nicht so, als würde diese Person jetzt irgendwas sagen, sondern das ist ein Teil von mir, der da spricht. Das könnte genauso gut ich sein. Vielen Dank, dass du es machst.
dann muss ich das jetzt nicht machen. Da kommt ein komplett anderes Verständnis von Gruppen dabei raus. Ob das jetzt Familie ist oder ob das ein Team ist, in der Arbeit, beim Sport. Du lernst völlig anders mit Konflikten umzugehen. Also dieses Ganze, also das finde ich jetzt wirklich, also finde ich unmöglich. Hört komplett auf, weil je mehr du das machst, desto mehr merkst du, ah, das ist ein Teil von mir, der verhält sich so. Und das ist ein Muster von mir. Und hier finde ich einen Weg, wie ich das anders machen kann. Und das ist so dankenswert und hilfreich und so ein Abenteuer, weil alles so viel interessanter und spannender wird, wenn du nicht mehr oder wenn wir immer die Muster abfahren müssen. Und wie können die Leute dich erreichen? Wie heißt deine Internetseite? Meine Seite heißt Susanne-Nieder.coach. Und ihr findet mich auch bei Instagram unter Susanne Niedercoach in einem Wort. Super. Und da eben auf meiner Website könnt ihr alles erfahren, was ich so drauf habe und wo ich so herkomme. Also so wie Thorsten von der Bewegung herkommt, komme ich vom Schreiben und vom schriftlichen Wort her. Ich finde, ich bin Expertin für gute Geschichten und mich interessiert auch dieses Ganze. An dem Ganzen, was wir machen, interessiert mich am meisten der Aspekt, dass in der Tat alles, was wir machen, ist Geschichten erzählen, den ganzen lieben langen Tag. Und was wir lernen können, ist bessere Geschichten zu erzählen. Wir können da hingehen, wo die Geschichten uns wehtun, wo die Geschichten anderen wehtun und uns das genauer anschauen. Wir können fühlen, was ist da drunter. Wir können das heilen und dann werden die Geschichten besser. Und zwar für alle. Und genau. Ja, nicht zu viel verraten, ja, obwohl ich meine, die Erschöpflichkeit des Wissens und der Weisheit, die in diesem Kurs drinstecken, die muss erstmal noch bewiesen werden. Aber das ist schon sehr, 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 sehr gehaltvoll, was da auf euch wartet, wenn ihr euch darauf einlasst. So, dann kann ich nur sagen, ja, schaut mal rein bei unseren Veranstaltungen, schaut euch die Methode an. Vielleicht ist die Arbeit mit Susanne über dieses Online-Format eine tolle Möglichkeit für einen Einstieg, wo ihr euch sehr schön fundiert in einen Hintergrund verankern könnt. Und wenn ihr Lust habt auf die praktische Arbeit vor Ort, dann meldet euch bei mir und bei uns schöner-leben-institut.de ist mein Motto und eine von meinen Webseiten. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nach Berlin, nach Essen, nach Köln oder nach Saarbrücken kommt oder auch von meinen Veranstaltungen, die online stattfinden, ein bisschen was ausprobiert. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke sehr. Oder? Ja. Ja. Und dann bis bald. Wir werden diese Veranstaltung am kommenden Freitag des Datums, dem 12. April, mit ein bisschen mehr Vorlauf angekündigt, nochmal wiederholen. Und wenn ihr Fragen... 17 Uhr haben wir gesagt, oder? Oh ja, genau. Ja. Um 17 Uhr am 12. April. Und wenn ihr Fragen hierzu habt, könnt ihr die in die Gruppe reinschreiben. Und ihr könnt auch natürlich direkt über den Online-Zugang mit teilnehmen oder uns einfach texten. Ja. Dann würde ich sagen, habt's gut und bis bald und tschüss und juhu. Tschüss.